Was machst du? Ja, Punk, Mann! Wir machen doch mit Punk heute. Punk! Kennst du das? Ja, aber das ist doch kein Punk. Das ist doch kein Punk, was du machst. Das ist doch scheiße. Echt? Ja, sicher. Jetzt holen wir mal jemanden rein, der richtig Punk machen kann. Nämlich the King of Punk himself, D.D. Ramone! Oh, yeah. Hello. Hi, D.D. Hello. Can I come in here? Darf ich hier reinkommen? Come in. Where do you go? Wo geht's denn hin? Für alle, die nicht kennen, hier jetzt nochmal das Wichtigste über D.D. Ramone. Wir sagten das Wichtigste über D.D. Ramone jetzt. Ja, jetzt müsste eigentlich so... 1974 machen sich Joey, Johnny, Marky und D.D. Ramone auf, dem Rock'n'Roll ein neues Gesicht zu geben. Die Ramones erfinden den Punk, lange vor The Clash oder den Sex Pistols. Markenzeichen der vier Amerikaner, sägende Gitarren, drei Akkorde, schnelle Beats und Songs nicht länger als 3 Minuten. 14 Jahre später ist der Punk schon lange tot. Und die Ramones landen mit ihrer Filmmusik zu Friedhof der Kuscheltiere einen Hit. 1989 ist für Gründervater D.D. Ramone Schluss. Er steigt aus, um als Solo-Punk auf den Putz zu hauen. Wie in alten Zeiten. Schnell, hart und laut. It's a cat called Katzi, like D.D. Like, you know, Katzi. Da seht ihr nochmal kurz die Adresse, unter der ihr uns schreiben könnt. So, D.D. Hi, hi. Welcome. Wir versuchen das jetzt mal mit Simultanübersetzung. Das heißt, ich stelle eine Frage und dann kommt die englische Übersetzung. Hoffe ich. Can you hear me? Yes. Okay. Can you hear me? Ja, ja. Okay. Alright. D.D. Ihr habt ja gerade gesehen, diese Punk-Mode quasi. Ja. Was hältst du davon? Ist das für dich noch Punk? Ich glaube, es ist Punk. Es ist ein bisschen mehr elegant. Oh, er kann ja sogar Deutsch. Ein bisschen Deutsch. Jetzt haben wir hier für einen Geld einen Simultanübersetzer besorgt und er kann er Deutsch. Und dann die Mädchen sieht es sehr gut aus. Mhm. Ja, das dürfte auch jedem aufgefallen sein. Aber hat das für dich noch irgendwas mit der Idee des Punk zu tun oder ist das für dich nur noch oberflächlich? Es ist sehr New York, ich glaube, diese Mode. Die Fabriken sind so wie New York Dolls Mode. You know, the LeMay, Silver LeMay. Also das Silber. Das ist auch ein bisschen Englisch, der Tartan, Miniskirt. Da unten der Mini-Rock da. Ja, aber also glaubst du, dass das... Die Mode ist wichtig. Ja. Ist das echt Deutsch, you know, important? Das ist wichtig. Ja, okay. Zum die Musik. Meinst, ja, das ist spielt für dich also auch eine sehr wichtige Rolle, wie man dazu aussieht. Also und dann kann alle die Leute, die Publikum, das mitmachen. Mhm. Mit die Mode und die Musik und die Leute in die Clubs und alles. So, eins haben wir noch vergessen. Dein Bassist, stell dir noch mal kurz vor, mit dem hast du auch deine neue Platte gemacht und bist auch auf Tour dann. Ne? Ja. Ja. Das ist him. Ja, ja. Das ist mein Bassist hier. Ihr habt auch zusammen diese neue CD eingespielt, ohne die Ramones, du bist solo jetzt. Und wenn man sich die CD anhört, das ist richtig guter alter Ramone-Stuff irgendwie. Das geht richtig gut nach vorne, richtig Rock'n'Roll. Und wie läuft die CD? Gibt's schon auch in der Musik ein Punk-Revival und nicht nur in der Mode? Verkauft sich die Platte gut? Die Platte ist nicht jetzt aus. Es kommt raus diese Woche. Kommt erst diese Woche raus? Ja, ich glaube, dass es wird sehr gut gehen. Und was hältst du von diesem Punk-Revival? Glaubst du, dass das eine Sache ist, die mehr durch die Medien inszeniert wird? Oder nein, ist das wirklich? Wir brauchen es. Wir brauchen es für die Musik, dass wir erste Musik immer noch haben. Mhm. Nicht mehr da alles so technisch. Das technische Musik ist sehr gut, aber... Also du meinst jetzt so Sachen wie Techno oder Hip-Hop oder... Alles, you know, like, es ist alles zusammen. Es könnte like Rock'n'Roll like Musik sein, aber irgendwas muss echt sein. Mhm. You know, like mit nur ein Gitarre und ein Bass. Schlagzeuge. Da muss noch richtig Musik gemacht werden mit den Händen. Ja, von Hasse oder Liebe oder was es ist. Nicht. Muss Gefühl rüberkommen. Ja. Mhm. Und Leute wie ich, like, wir fühlen das Punkrock-Musik. Also Punk bedeutet ja auch in geringen Mengen Drogenkonsum, sag ich mal. Also Alkohol und Zigaretten und viele Frauen, Groupies und so weiter. Ist das heute noch so? Ja. Das geht noch richtig gut ab wie in guter Zeit. Du bist jetzt schon 18 Jahre dabei, ne? Ich habe immer noch junge Mädchen, das möchten
Nicht, ja, wenn die das möchten. Aber ich weiß nicht warum. Okay. Vielleicht weil ich spiele Punkrock. Wahrscheinlich deshalb. Rock'n'Roll zieht immer noch Frauen an. So, jetzt müssen wir leider Schluss machen. Danke euch beiden für Punkrock. Wir zeigen euch da leider ein bisschen was an. Also, pass mal auf. Nächste Woche geht's dann locker weiter bei Super. Wir haben einen Menschen da, einen...